Wenn ein Publisher vorab kaum Informationen zu einem kommenden Spiel rausrückt, es keine Preview-Version gibt und man vorab kein Testmuster erhält, ist man als Spieleredakteur naturgemäß skeptisch. Und im Fall des offiziellen Action-Adventures zur TV-Serie Lost hat sich diese Skepsis leider bewahrheitet. Lost Viadomus, so der Name des Spiels, krankt an zahlreichen Stellen. Ein paar möchte ich Ihnen hier zeigen. Doch zuerst zu den guten Nachrichten. Das Spiel fängt die Serie enorm gut ein. Schauplätze, Charaktere, Ereignisse, alles wurde 1:1 übernommen und teilweise spektakulär inszeniert. Hier befinden wir uns am Anfang der ersten Staffel, also kurz nach dem verheerenden Flugzeugabsturz. John Locke trägt uns auf, ein Treibstoffleck an der Maschine zu reparieren, bevor die Turbine in die Luft fliegt. Na dann mal los, wenn uns die teils störrische Kamera denn auch lässt. Um das Leck zu schließen, müssen wir Sicherungen in eine Relaisstation verbauen und eine bestimmte Strommenge durch die Leitung führen. Die Knubbelei macht anfangs noch viel Spaß, jedoch machen sie genau das im Spiel immer und immer wieder. Dabei unterscheiden sich die Rätsel nur noch im Schwierigkeitsgrad. Verschenktes Potenzial. So, Leck geschlossen, Quest erfüllt. Mal sehen, was passiert. Pass auf! Die Geschichte des Spiels verläuft parallel zu der der Serie, handelt aber von Elliot, einer neuen Figur, die ebenfalls auf der Insel abgestürzt ist und, Achtung, Innovation, das Gedächtnis verloren hat. Um sich wieder auf die Sprünge zu helfen, wagt Elliot immer wieder Abstecher in seine Vergangenheit. Dabei müssen sie bestimmte Motive fotografieren, dass Elliot sich an Schlüsselmomente erinnert. Die coole und schick in Szene gesetzte Idee krankt aber am Spieldesign. Das Programm ist beim Fotografieren viel zu kleinlich. Wer das Motiv nicht exakt ablichtet, klickt sich grün und blau vor Ärger. Nein, nein, zu klein. Ich habe einen Teil des Fotos, aber mir fehlt noch etwas. Wer sich da durchbeißt, bekommt in regelmäßigen Abständen mehr Teile für ein Handlungspuzzle, das mit der Zeit viel Spannung erzeugt und durch nette Zwischensequenzen erzählt wird. Aber ach, bevor man anfängt, sich mit dem Spiel wohlzufühlen, nervt es einen in regelmäßigen Abständen mit unnötigen Designschnitzern. Beispielsweise rennen sie häufig kreuz und quer durch den Dschungel, nur um ein bestimmtes Objekt zu sammeln, mit einer Figur zu quatschen oder wie hier dem gefährlichen Rauchmonster aus dem Weg zu gehen. Wo wir gerade bei Gefahren sind, sie werden oft sterben. Okay, das hier war unsere Schuld, zugegeben. Doch oft genug liegt es mal wieder am Spieldesign. Hier hat uns das Vieh zum Beispiel in einer stockfinsteren Höhle angegriffen. Nicht, dass man was hätte sehen können. Beim zweiten Versuch, diesmal mit einer Fackel, haben wir aber dann auch nicht mehr Glück. Und fallen in ein Loch. Mein Favorit ist aber das hier. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, das gehört alles zum Rätsel. Na gut, machen wir. Mal 77 eingeben. Machen wir doch gleich mal. Na toll. Selbst Lost-Fans brauchen also starke Nerven, bekommen dafür aber massenhaft Anspielungen geboten. Hier erkunden wir beispielsweise den vorderen Teil des abgestürzten Flugzeugs. Oder reden mit zahlreichen Originalfiguren wie Jack. Wobei ablenken das bessere Wort wäre. Wir wollen nämlich in den Dschungel. Jack verbietet uns das aber. Typisch Anführer eben. Noch ein Serienhingucker. Das Eintippen der unheilvollen Zahlen im Dharma-Bunker. Als Fan wollte ich das schon immer mal machen. Hin und wieder kommt es sogar zum Schusswaffeneinsatz, aber wie das manchmal endet, können Sie sich sicher schon denken. Nein! Sie können es mir glauben, ich bin einer der größten lebenden Lost-Fans. Aber Ubisoft, so geht's wirklich nicht. Das Spiel ist dermaßen lieblos designt, dass man es nicht fassen kann. So viele Designstolper fallen wie die ständigen Ladezeiten, die etwas störrische Kamera, die ewig gleichen Missionen, das muss wirklich nicht sein. Und ich hoffe, dass Lost das letzte lieblose Lizenzspiel seiner Art ist, denn wer möchte denn sowas überhaupt spielen?